Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem schönen Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, darüber freue ich mich natürlich wie immer. Es soll natürlich weitergehen mit Lieferung Nummer 8 von unserem Lamborghini Miura. Ja, die Ausgaben 29 bis 32 wollen verbaut werden. Beim letzten Mal haben wir ja dementsprechend die Hinterachsen dementsprechend und Federn eingebaut. Heute soll es dementsprechend weitergehen. Wir bekommen weitere Teile für unseren hinteren Bereich. Wir bekommen eine Halterung für den Motor und wir bekommen auch dementsprechend die Auspuffrohre. Ja, die Auspuffrohre und dementsprechend die Krümmer wollen heute verbaut werden. Das wollen wir alles heute dementsprechend machen. Also ich würde sagen, ihr kommt jetzt dichter und wir legen los. Weiter mit Ausgabe 29 von unserem Lamborghini Miura. Da bekommen wir folgende Teile. Wir bekommen ein Auspuffträgerplatte, das ist diese schöne hier, ein hinterer Abgaskrümmer, das ist dieser hier, und wir kriegen Typ A-Schrauben. Die Auspuffträgerplatte brauchen wir erstmal noch nicht, die legen wir uns erstmal schön beiseite. Wir sollen jetzt erstmal die Krümmer anbringen. Und zwar nehmen wir uns dafür unseren fertiggestellten Motor und sehen hier im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher. Da stecken wir das ganze schöne Ding jetzt einfach nur hier so mal schön rein, bis das Ganze ordentlich dementsprechend sitzt. Sollte es tun, tut es auch. So, das haben wir gemacht. Des Weiteren gibt es hier einen Tippvorschlag. Wir sollen die drei Typ A Schrauben, die wir hier haben, sollen wir einmal in die Löcher, die wir hier unten haben, also sprich hier 1, 2, 3 Löcher haben wir da, einmal vorschrauben, weil wir das dann im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt dementsprechend brauchen erst. Ups, rutscht mir ab. Also, wir nehmen dementsprechend die Schrauben, Typ A-Schrauben, und schrauben die nur einmal dementsprechend vor und dann auch gleich wieder raus und auch nicht zu fest anschrauben, dann drehen sie durch und dann war es das Ganze. So, ein Loch habe ich und das zweite Loch kommt dann jetzt auch gleich sofort. So, das war das zweite und das dritte kommt dann jetzt auch gleich. Und dann sind wir auch schon mit Ausgabe 29 fertig, also das geht recht zügig. Bei diesem Modell im Moment. So, das war dann, wie gesagt, Loch Nummer 3 haben wir auch. Und damit, wie gesagt, sind wir mit Ausgabe 29 fertig. Ich hole mal eben die Teile für die Ausgabe 30 ran.
So, hier haben wir dann jetzt die Teile für von der Ausgabe 30. Und da bekommen wir Folgendes. Wir bekommen einen Abgaskrümmer vorne links. Das ist dieser. Nein, das ist dieser schöne hier. Dann bekommen wir ein Verbindungsrohr Abgaskrümmer. Das ist das lange Ding hier. Und ein Abgaskrümmer vorne rechts. Und wir bekommen noch Typ H-Schrauben. Was dürfen wir machen? Wir sollen erstmal auf die andere Seite von unserem Motor gehen, sprich auf diese Seite. Dort haben wir ebenfalls 1, 2, 3, 6 Löcher. Dort stecken wir einmal den Abgaskrümmer vorne links oder vorne rechts einmal rein. So, und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So. Sitzen beide und dann müssen wir einmal weiter scrollen. Wir sollen jetzt dementsprechend ja, ich habe das in den Dingens drinne. Gut, wir machen jetzt erstmal das, legen wir erstmal beiseite. Wir nehmen jetzt unser Teil aus Ausgabe 29. Und das Teil von jetzt. Und da stecken wir dieses Teil hier so schön durch. Das ist leichter gesagt als getan, dass man das da durchkriegt. Ich muss jetzt mal eben hier einmal gucken, wie das Ganze soll. Also das soll so, wie ich das hier habe. Und dann soll ich da dementsprechend durch. Weil das funktioniert doch aber gar nicht. Oh, mit bisschen Kraft und Aufwand kommt man irgendwann auch ans Ziel. Heißt es doch so schön. Jetzt glaube ich aber dementsprechend, dass das echt falsch ist. Ich muss mal eben kurz einen Cut machen. So, da bin ich wieder. Wenn man sich ein bisschen dösig anstellt, dann funktioniert es auch nicht. Das geht ganz einfach. Wir nehmen erst das Teil, setzen das so rein, dann schieben wir dieses da so schön durch und dann seht ihr, es flutscht und sitzt. Also, wie gesagt, wenn man sich dösig anstellt, dann funktioniert es meistens eh nicht. So, haben wir gemacht. Und dann dürfen wir das ganze Ding, glaube ich, jetzt auch verschrauben. Wir dürfen nämlich jetzt die vorgefertigten Löcher von gerade, die ich angeschraubt habe, die darf ich jetzt benutzen. Dazu drehe ich das ganze Ding wieder hoch. Und wir setzen das Ganze dementsprechend hier so an. Ich muss nur gucken, wo die, also die sollen hier drüber. So. Auch da macht er mich ja jetzt gerade wieder einen Fehler. Das ganze Ding kommt. Also irgendwie, entweder habe ich die. Nein,
ist schon richtig, was ich hier mache. Also das ganze Ding kommt hier so da rein. So kommt das hier hin. Ich muss nur echt aufpassen, wie ich das jetzt hier halte. So. So kommt das dahin. Und dann haben wir ja unsere drei. Also eine habe ich ja nur benutzt gehabt erstmal. Typ A-Schrauben. Die setzen wir dann jetzt dementsprechend hier rein und verschrauben das Ganze. So, eine haben wir. Wo haben wir die? Na, hier fallen schon wieder diverse Teile ab. Das werde ich gleich noch korrigieren. So, jetzt muss ich gucken, wie ich da dran komme. Das ist wieder alles gut gebrüllt hier. Von euch wieder Seite aus wieder sehr schlecht zu sehen. Weil ich hier gerade wieder im Schwarzen suchen muss. Und selber nicht finde. Und wie ihr seht, hier liegt wieder der Krümmer. Das Teil liegt hier auch schon wieder rum. Also das hält alles noch nicht so hundertprozentig. So, jetzt bin ich zumindest mit der Schraube da, wo ich hin soll. Das ist schon mal eine. Und die zweite kommt natürlich auch noch hier rein. Dahin. So. Das Ganze sitzt und jetzt sehen wir hier praktisch im Endeffekt die Krümmer. Jetzt muss ich das Ganze mal vorsichtig auf den Kopf legen und erstmal wieder diesen einen Krümmer, der hier wieder abgegangen ist, wieder einsetzen. Und dann sehen wir hier, dass da im Endeffekt zwei Teile zusammenkommen. Die werden hier miteinander verbunden. Mit einer Typ H-Schraube. Haben wir nämlich einmal hier. Muss jetzt einmal nämlich hier so festhalten. Der Schraubendreher ist es nicht und hier geht es auch schon wieder raus. Drehen das einmal ein bisschen noch vorsichtig, alles ein bisschen behandeln hier. So. Also die Schraube ist dran. Jetzt muss ich hier nur wieder den Krümmer in die Löcher stecken. Und das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite. Ebenfalls eine Typ H-Schraube. Auch hier geht jetzt wieder der Krümmer raus. Jetzt sitzt der nicht mehr. Ach so, ja, okay.
Kann auch nicht. Und wir schrauben das Ganze hier auch noch dementsprechend zusammen. So, alles irgendwie noch total wackelig und hält auch noch nicht so richtig. Ich muss das noch einmal kurz ein bisschen drehen. Es liegt alles noch daran, weil das auch alles noch gar nicht wirklich hundertprozentig fest ist. So, der ist jetzt eingebaut. Und der kann jetzt an seinen Punkt. So, haben wir. Und dann seht ihr, ich halte das jetzt mal ein bisschen mehr in die Kamera, wie der praktisch die beiden Krümmerteile zusammengeschraubt sind. Ich drehe das jetzt mal vorsichtig wieder um, denn hier vorne ist jetzt die Krümmerteile schon wieder rausgefallen. Die stecken wir dann auch rein wieder in Ort und Stelle. So. Und dann geht es dementsprechend weiter mit der Ausgabe Nr. 31. So, dann geht es weiter mit der Ausgabe Nr. 31. Ja, wir bekommen da folgende Teile. Einmal bekommen wir den rechten Auspuff. Das ist einmal, müsste das dieser hier sein, das ist der rechte Auspuff. Dann kommen wir Verbindungsrohr des Abgaskrümmer. Das ist dieses schöne hier. Und dann bekommen wir den linken Auspuff Unterteil. Das ist diese Geschichte. Und dann rechter Auspuffteil Oberteil. Das ist der hier und natürlich dann rechts Unterteil und natürlich auch wieder jede Menge Schrauben. Was dürfen wir machen? Wir sollen nehmen einmal als allererstes das nächste Teil. Und zwar müsste das dieser hier sein, der sogenannte rechte. Dazu muss ich die ganze Geschichte wieder erstmal schön hier in der Mitte platzieren und auf den Kopf legen. Einmal so das Ganze. Und dann sollen wir das Ganze dementsprechend jetzt platzieren. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze hier hinkommen soll. Also das scheint ja nicht der richtige zu sein. Okay, das ist der nicht, sondern wir sollen das Unterteil dazu nehmen. Das ist dann, wenn ich richtig sehe, dieses hier. Ne, kann ja auch nicht sein. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Weil irgendwie habe ich hier was mit drei Löcher. Und drei Löcher habe ich aber dementsprechend nur da. Und wenn dann da fehlt, wenn dann irgendwas. Also da habe ich nur jeweils zwei und den Verbinder. Also wenn dann ist hier was irgendwie nicht ganz koscher. Aber wahrscheinlich ist das doch dieses Teil hier. Und wenn das da drauf liegt, ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich es, dann drückt das Loch natürlich da durch, ist klar. Logisch. Also wir setzen das Ganze dann dementsprechend hier ein. Und dann drückt das Loch da durch. Ja, Micha muss auch mal ein bisschen richtig gucken. So, und dann wird das Ganze natürlich mit diesem schönen Teil hier abgedeckt.
Ganze wird natürlich nur zusammengesteckt mit zwei Nupsis. Zack. Da haben wir es. Da haben wir es dementsprechend schon und wird dann mit einer sogenannten Schraube vom Typ A auch noch verschraubt. Was ich hier noch nicht irgendwie sehen kann, aha, das kommt dann hinterher, okay, das geht in den anderen, ah, okay. Jetzt habe ich die Logik verstanden. Also, ich schraube jetzt erstmal den hier vom Typ A einmal zusammen. Ist geschehen. Und dann setzen wir das nächste Teil ein, das ist das Typ B. Den setzen wir jetzt einfach erstmal nur hier so ein. Jetzt sind die Krümmerteile natürlich schon wieder losgegangen. Da muss ich einmal nochmal wieder hier umdrehen und die wieder richtig einsetzen. Weil jetzt werden die auch richtig ordentlich gleich fixiert, dass die nicht mehr rausrutschen können. So. Wir nehmen nämlich den Verbinder von Krümmer. Diesen hier, den setzen wir hier nämlich so zwischen. So, setzen wir den dazwischen und dann kommt der, greift der hier nämlich schön in das Auspuffrohr rein, also in den Auspuff rein. Und das Ganze wird natürlich wie folgt mit Typ H-Schrauben, das war mir ja natürlich klar, Typ H-Schrauben, nehme ich einmal verschraubt an den beiden Seiten. Nehme ich hier, kommt eine hinein, muss glaube ich wieder den, wo habe ich ihn hingelegt, da ist er, fällt das Ganze natürlich hier wieder raus, soll es nicht. Soll da schön drin bleiben. So, einmal haben wir. Und jetzt kommt die ganze Geschichte natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann hält das Ganze auch besser. So. So, haben wir. Und jetzt kommt zum guter Letzt noch der Auspuffdeckel da oben drauf. Nämlich so. Und wird ebenfalls natürlich, wie wir es ja eben gesehen haben, mit einer Typ A-Schraube auch noch im Endeffekt zusammengeschraubt. So, und damit haben wir dann dementsprechend die Auspuffrohre angebaut von unserem Miura. Und die Krümmer sind dann jetzt dementsprechend auch in Position und können, glaube ich, auch nicht mehr verrutschen. Machen wir jetzt noch den Lieferungsschluss mit der Ausgabe 32. So, darin bekommen wir einmal ein hinterer Rahmen. Das ist dieses schöne große Teil hier. Dann bekommen wir den Benzinfilter. Das ist dieser schöne hier. Dann bekommen wir die Filterhalterung. Das ist diese. Und wir bekommen Schrauben. So, dann würde ich mal sagen, starten wir das Ganze, indem wir wieder unsere
unseren schönen Motor samt allem drum und dran jetzt hier ins Bild holen, das Ganze so rumdrehen und den schönen Bügel draufsetzen. Den setzen wir nämlich einmal, wie folgt hier drüber. Ich muss jetzt gucken, wie der hier durchkommt. Gut, so kommt er da durch. Und hier haben wir, das seht ihr jetzt nicht, ich drehe das mal zu euch, da haben wir dementsprechend das Loch und hier haben wir ja unsere dementsprechend Motorölpumpe, die kommt da jetzt durch. Nehme ich so das Ganze. Und dann sitzt das Ganze auch. Und jetzt haben wir dementsprechend hier oben zwei Schraublöcher hier. Und da kommen schon mal erstmal zwei Typ A Schrauben rein. So. Meine sitzt. Und dann hoffen wir mal, dass die zweite auch sofort so sitzt, wie sie sitzen soll. Jawohl, sitzt auch sofort in Position, haben wir gemacht. Und jetzt haben wir hier vorne, da versuche ich mal ein bisschen wieder hoch zu kippen, kipp, ein bisschen hoch. Da haben wir auch zwei Löcher, da kommen auch noch mal zwei Typ A Schrauben rein. Ich halte das mal hier so hoch. Aus irgendwelchen Gründen sitzt das Ganze da noch nicht richtig. Ich muss mal schauen hier. Aha, da komme ich rein. Da ist er drin. Und wenn er da ja eigentlich drin ist, muss er ja da auch reingehen. So. Sollte ja eigentlich so sein, ne? Will da aber nicht wirklich rein. Der Träger. Warum, weiß ich nicht. Jetzt hat er gepackt. War wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Farbe drauf. So. Haben wir auch drin. Die beiden Schrauben. Wie geht es weiter? Wir sollen anbringen die Halterung für unseren Ölfilter. So, jetzt muss ich gucken, wie rum ist das Ganze.
Ich glaube, das Ganze ist dementsprechend jetzt so rum. Ja, ist es auch. Und dann haben wir hier dementsprechend, da kommen wir unsere Halterung. Also wir haben hier zwei Löcher. Alles immer so schwer für euch zu erkennen. Da setzen wir die so drauf. Den Ölfilter. Halterung. Und dann setzen wir den Ölfilter da so dran. So. Und dann ist das Ganze dementsprechend dran. Und wir können unseren Schlauch, den wir hier noch haben, der aber recht lang ist, finde ich, den können wir jetzt dementsprechend hier drauf sitzen. Auf den Ölfilter. So. Habe ich dementsprechend gemacht. Und damit ist auch dementsprechend die Lieferung Nummer 8 abgeschlossen und wir haben jetzt dieses herrliche Ergebnis. Das sieht doch schon richtig, richtig geil aus. Wenn man das so von unten und von oben betrachtet. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal. Ja, das war's dann mit der nächsten Lieferung. Hier haben wir das das schöne Ergebnis. Sieht doch schon richtig klasse aus. Hier von hinten sehen wir richtig schön die beiden Auspuffrohre. Das ist doch schon eine richtige Einheit, die wir hier zusammen haben von unserem Motor. Wie geht es beim nächsten Mal weiter? Beim nächsten Mal geht es weiter mit der linke hintere Bremsscheibe, die wir da dementsprechend zusammensetzen wollen. Dann die rechte Bremsscheibe und dann dementsprechend noch den Kühlerbehälter und zwei Schläuche. Sowie in Ausgabe Nummer 36 die seitlichen Schwurstangen der Querstabilisatoren der Hinterradaufhängung. Ja, das soll alles in Lieferung 9 gemacht werden. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt wie immer einen Daumen für das Video. Ein Abo für dieses Video wäre auch nicht verkehrt. Nachrichtenglocke sowieso aktivieren ist immer besser, dann erfahrt ihr, wann die nächsten Videos hier auf dem Kanal dementsprechend hochgeladen werden, sei es vom Kit, sei es vom Bugatti oder sei es dementsprechend vom Ferrari Transporter oder auch demnächst wieder vom Megazord, wo ich dann Lieferung erwarten werde. In diesem Sinne blende ich das Ganze hier unten schön nochmal für euch ein und bedanke mich bei euch. Mit den Worten verabschiede ich mich jetzt. Glück auf, macht gut, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.